Gestern wurde im Wien-Museum der 16. Diversity-Ball präsentiert, der dieses Jahr unter dem Motto We are many stattfinden wird. Ballmutter Monika Haider hat uns erzählt, warum es den Diversity-Ball gibt und was ihn so besonders macht. Warum es den Diversity-Ball gibt, das hat damit zu tun, dass ich gern Gebärdensprache in die Öffentlichkeit bringen wollte. 2006 war Gebärdensprache noch ziemlich unbekannt, es war zwar in der Verfassung, aber es wurde bei Veranstaltungen gedoppelt und niemand glaubte, dass Gebärdensprache alles sagen kann. Und wir haben gedacht, wenn man Gebärdensprache ist, das eine dafür, sich einzusetzen, das andere ist, es muss in die Gesellschaft hinein. Und deswegen ist der Diversity Ball gegründet worden, um Gebärdensprache ganz selbstverständlich mitzunehmen. Und das Symbol ist endlich nach Diversity-Kriterien aufgebaut worden von mir. Und folgedessen war es ganz klar, dass wir uns auch beim Ball mit anderen Communities verbinden. Und insgesamt mit über 122 Communities, damit die auch am Ball vertreten sind und wo das Miteinander gefördert wird. Uns ist so wichtig, jede Community weiß, was sie braucht. Und manchmal ist wichtig, dass wir zusammenhelfen und zusammen sind und eine Einheit bilden, um zu sagen, letztendlich würde jede Minderheit, jeder gehört zu einer Minderheit, gehen wir zusammen, dann sind wir die Mehrheit und setzen uns gemeinsam für eine vielfältige Gesellschaft ein. Die ist sicher besser. Seid dabei am 7. September 2024 im Wiener Rathaus. Was gefällt euch am Diversity Ball? Wir haben in der Community nachgefragt. Weil es genau das ist, was unsere Gesellschaft braucht. Vielfalt und auch zu erkennen, dass in der Vielfalt der Mehrwert liegt und nicht der Klotz am Bein. Es ist großartig, wenn so viel Vielfalt präsentiert wird und der Diversity Ball ist das perfekte Beispiel dafür, wie unterschiedlich die Menschen sind und wie toll sie zusammenpassen und miteinander feiern können. Und deswegen finde ich den Diversity Ball einfach großartig. Mein erster Diversity Ball war 2016 und das war für mich so ein Wow-Erlebnis, einfach mal einen barrierefreien Ball zu besuchen und so viele Menschen mit mir auf Augenhöhe zu haben, die auch im Rollstuhl sitzen. Das ist ja auch eher eine Seltenheit, weil man kann zum Diversity Ball gehen und einfach sein, wie man ist. Es ist komplett egal, was man anzieht und man kann einfach total authentisch hingehen und das liebe ich am Diversity Ball. Ich freue mich schon riesig auf den Ball. Der Diversity Ball ist für mich ein super wichtiges Event in Wien, weil durch den Spaß und durch die Unterhaltung ganz einfach die Leute zusammenkommen, sich öffnen und miteinander Spaß haben. Und deshalb ist es so cool und so wichtig, dass es das in Wien gibt. Der Diversity Ball ist das Ereignis für Vielfalt. Ein Zeichen für Vielfalt, das mir ganz besonders angenehm ist. Menschen mit Behinderungen, queere Personen, alle gemeinsam feiern das Leben und die Vielfalt. Und genau das muss es auch sein in diesen Zeiten.